fand die Klappe immer schon spannend, weil die Klappe als Wettbewerb sich fokussiert auf Bewegtbild und weil sie sich fokussiert mit Kunden einzubeziehen und Journalisten einzubeziehen, also nicht nur die Juroren aus der Kommunikationsbranche kommen, die Fachidioten sozusagen. Die Klappe Jury ist, wenn man sich die Liste der Leute anschaut, wer dort mitmacht, das sind die tollsten Leute aus den Agenturen, aus den Filmproduktionen, von der Kundenseite. Und selbst wenn man sie nicht kennen würde, würde man sehen, dass es extremst hochkarätig besetzt ist für eine deutsche Jury. Manchmal wundere ich mich, dass so viele Leute, die so lange im Geschäft sind, so grundsätzlich diskutieren. Aber ich glaube, genau das macht eben die Juryarbeit auch aus, den Dingen auf den Grund zu gehen. Es ist unfassbar, was für ein Know-how da in diesem Raum versammelt ist. Jeder guckt aus seiner Brille drauf und deswegen ist es so ein Klassentreffen, wo man den Maßstab und den Standard definiert für Bewegtbild in Deutschland. Für mich ist es auch unheimlich interessant, immer wieder Dinge zu diskutieren und auch wirklich auf den Punkt zu bringen, weil manchmal mag man Filme und dann findet man die gut und dann möchte man die am liebsten reinvoten, aber es ist immer gut, es nochmal zu hinterfragen und wirklich den Punkt und das Argument zu finden, warum ist dieser Film jetzt gut. Ich finde es immer wieder inspirierend, was andere Leute machen. Ich sehe immer noch kleine Ideen, selbst in schlechten Filmen gibt es kleine Ideen hier und da, wo die Leute nachgedacht haben, was mit Liebe gemacht haben. Das finde ich gut. Da waren wirklich erstaunlich viele schöne Sachen dabei. Jetzt, was ich bisher gesehen habe, gibt es schon ein paar tolle Filme, die auch auf internationalem Standard aus meiner Sicht total sind, gerade was die Produktionsseite angeht. Was mir positiv auffällt, ist, dass alle Sachen, die gemacht worden sind oder die Qualität der Filme in Deutschland gemacht, eigentlich, sag ich mal, den Standard hat, den ich mir seit 30 Jahren wünsche. Die Qualität geht nach oben, es fehlt nur noch an Ideen. Das ist die einzige Geschichte. Ideen, 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 Ideen. Ich sehe sehr viele Skripts von Agenturen, die traumhaft sind und die nie das Licht der Welt erblicken. Also mein Appell geht eher an die Kunden, überlegt mal, ob ihr nicht ein Stück mehr wieder zulassen könnt.